Wie schmuddelig das aussieht. Mo, es geht alles den Bach runter. Bin auf jeden Fall gespannt, was hierbei rausgekommen ist. Und ich werde es mal wegziehen. Ach du Scheiße. Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Wir alle lieben Hashtag Gaming Schrott. Wir alle lieben es, wenn Tobi einen PC zusammenbaut und wir alle lieben es, wenn Tobi eine Wasserkühlung zusammenbaut. Darum gibt es heute eine Premiere und zwar habe ich wieder was sehr, sehr Interessantes auf AliExpress bestellt. Und zwar dieses Mal ein Custom-Wasserkühlungskit, wo alles dabei ist, Radiator, Pumpe, Reservoir und so weiter. Und Tobi darf den hoffentlich AliExpress Gaming PC des Grauens heute zusammenbauen. Ich werde mich wieder verdünnisieren hier aus dem Studio und so, hier drin ist das Schmuckstück. Hier drin ist die AliExpress Wasserkühlung. Und ich hätte gesagt, Tobi darf gleich anfangen. Also, let's go. Dieses Video wird euch präsentiert vom Cloud Computing Service Shadow. Im Vergleich zu anderen Cloud Gaming Angeboten bietet euch Shadow den kompletten Funktionsumfang eines PCs. Das heißt, du kannst nicht nur spielen, sondern auch surfen, arbeiten und zum Beispiel Videos schneiden. Mit Shadow bekommst du für 29,99 € pro Monat einen vollständigen Windows 10 Gaming PC in der Cloud, auf dem du alle deine Spiele und Software laufen lassen kannst, ohne dass du sie nochmal kaufen musst. Und du kannst von überall aus darauf zugreifen, von jedem Gerät, egal ob Smartphone, Tablet, Mac oder Office PC. Dein Shadow läuft in einem hochmodernen Rechenzentrum und hat einen eigenen Internetanschluss mit Gigabit-Verbindung für superschnelle Downloads. Und falls du noch mehr Leistung für zum Beispiel Raytracing brauchst, dann kannst du deinen Shadow sogar upgraden. Für 14,99 € im Monat gibt es zum Beispiel eine RTX 3070. Dieses sogenannte Power-Upgrade ist in Kürze verfügbar und kann ab dem 20. September vorbestellt werden. Durch die niedrige Latenz lassen sich sogar Spiele wie Warzone oder Fortnite vernünftig spielen. Auch die Steuerung ist kein Problem, egal ob Maus, Tastatur, Controller oder sogar mit dem Touchscreen, Shadow lässt sich mit allem steuern. Und ganz neu, ab dem 15. September können jetzt offiziell auch die Österreicher unter euch Shadow nutzen. Wenn du Shadow mal ausprobieren möchtest oder einfach nur mehr Infos willst, dann klick gerne auf den Link in der Videobeschreibung. So, hallo, ich bin's wieder, ihr habt's gehört, wir bauen heute wieder was. Der Mo hinter der Kamera, ich baue, also man kann quasi sagen, heute wird wieder gepfuscht. Und ich bin schon gespannt, was der Manu uns hier gekauft hat. Schöne Geschenke hat er uns hier nämlich besorgt. Das sieht schon interessant aus, das Paket mit diesen Lichtstrahlen da drauf. Ja, dann packen wir das einfach mal aus und schauen, was wir da drin finden. Also eine kleine Ahnung habe ich ja schon. Manu hat mir schon den Hinweis gegeben, weil ich das letzte Mal die Wasserkühlung so gut gebaut habe. Darf ich jetzt noch mal eine bauen? Den machen wir mal auf hier. Hier sind auf jeden Fall schon viele Sachen drin, die einem auch bekannt vorkommen. Ich hole jetzt einfach mal alles hier raus und dann schauen wir uns das alles ganz genau an. Wir haben es hier mit Professional zu tun, also das scheint denn wohl schon was Hochwertiges zu sein. Hier sind die Röhren. Das sind auf jeden Fall schon ein paar Sachen. Und was mich aber schon mal interessieren würde, wie viele Leute wir ermutigt haben, jetzt auch eine Custom-Wasserkühlung zu bauen nach dem letzten Video. Vielleicht hat es dem einen oder anderen ja ein bisschen Mut gemacht und der hat sich dann auch daran getraut, nachdem es bei mir ja doch ganz gut funktioniert hat. So, dann haben wir hier einmal den Liquid Cooling Professional. Da haben wir hier einmal irgendwie... Was ist das denn? Das sieht ja so richtig cool aus. Zylinder, Helix, glaub, oder wie nennt man sowas? Das ist der Fluxkompensator. Ja, ja, ich denke, das wird das Reservoir, wo nachher die Kühlung reinkommt. Hier sind noch Kabel. Ah ne, ein Fühler. So wie bei der Nacktschnecke. Wie bei dem letzten Mal ist hier natürlich auch keine Anleitung dabei, nur dass wir es hier halt mit Professional zu tun haben. Mhm. Ah, ein RGB, oder? Ein RGB, ja. Ein RGB, Darf ich auch RGB? Nein, wir haben RGB zu Hause. Hier sind jetzt irgendwie die Halterungen, um dieses Gefäß da denn festzumachen. Mhm, das sieht mir aus, oh ja. Für die CPU-Kühlung und mit der Paste, aber ich glaube nicht, dass wir den ihre Paste verwenden wollen, oder? Nehmen wir wieder unsere altbewährte MX5. Die gute MX4. 5 meinst du? 4. 5 gibt's nicht. Aha, jetzt wird's spannend. Jetzt haben wir hier nämlich den RGB-Controller. Das heißt, dass hier auch irgendwo noch RGB-Lüfter sein müssen. Aus dem Weg. Gut, hier sind auf jeden Fall Coolmoon-Lüfter. Die sehen schon cool aus. Wow, spannend. Die scheinen aber komplett zu leuchten, auch außen, innen. 3 Stück, denn hier den Radiator.
Der Manu hat uns schon mal den PC vorbereitet. Ich zeige euch den mal ganz kurz. Hier jetzt nichts Spannendes. Wir müssen dann irgendwie dafür sorgen, dass die CPU gekühlt wird. Und ich denke, da bringen wir das hier vorne an. Wahrscheinlich machen wir das hier so rein. Und dann müssen wir irgendwie die Sachen alle hier runterbringen. Ah, ich sehe gerade, die Water Pump haben wir gar nicht ausgepackt. Die müssen wir uns dann auch gleich noch anschauen. Dann hätte ich gesagt, bestücken wir das Ganze und dann schauen wir, wie wir die Rohre verlegen. So, hier die Water Pump noch. Quite efficient stable. Natürlich wichtig, das drauf zu schreiben. Und Bamingong. Das sieht irgendwie abenteuerlich aus hier. Ach, hier sind noch mehr Sachen. Was ist denn das? Das ist das Spielzeug, das mitgeliefert wird. Wie bei einem Happy Meal. Kennst du den Anschluss? Der Dreizack. Der Dreizack-Anschluss. Es wird immer mysteriöser hier, darum fangen wir einfach mal an und schrauben das zusammen und ich denke, das ergibt sich dann einfach. Ja, das kommt hier alles an die Seite, wir haben ja genug Platz. Zack. So, ich habe jetzt den PC wieder hierher geholt und wir müssen jetzt erstmal hier die alte oder beziehungsweise was hier schon drauf montiert wurde, diese Haltevorrichtung, mache ich jetzt weg, damit ich hier die originale AliExpress Halterung befestigen kann. Ich muss sagen, ein bisschen Bammel habe ich da ja schon, dass es nachher nicht ganz dicht bleibt, oder? Es sieht schon aus, als würde es gleich direkt anfangen zu tropfen hier, die Gewinde. Naja. Ich habe jetzt die Backplate hier hinten mal schon mal so drauf gesteckt und dann müssen wir diesen Kühlkörper dann auf die andere Seite mit den Schrauben hier irgendwie versuchen zu befestigen. So. Vielleicht so, oder? Naja. Guck mal, dann kommt das so rein. Dann muss man halt einen ordentlichen Dinger reinschrauben, aber das wird eine Katastrophe. Es scheitert am CPU-Block. Ja, biegen hast du ja drauf. Das ist ja das kleinste Problem. Ja, biegen ist ja... Ist hier vielleicht irgendwas? Oder kommt der Propeller hier irgendwie hier hin? So. Das ist doch echt das irgendwie beschissen. Du schaffst es schon. Streng dich ein bisschen mehr an. Ich gehe jetzt mal kurz in mich und dann vielleicht finden wir denn die Lösung. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen rum und dann... Ich würde sagen, mach eine Runde Tai Chi. Oder eine Runde Fortnite für zwischendurch mal. So, ich glaube, wir haben jetzt das Rätsel gelüftet. Wir haben jetzt diese Schrauben einfach komplett auseinandergenommen und haben die einfach hier reingeschraubt. Da wird dann der Kollege hier drauf gesetzt. Genau, dann ziehen wir das hier ab. Aua. Da könnt ihr den Moma sehen. So, dann haben wir hier die Kühlcreme. Die machen wir jetzt hier rein. Birnengroß haben wir gelernt. So, dann setzen wir jetzt den Kollegen hier rein. Also weiter drehen kann man nicht, denn Haja, das sitzt. Boah, das ist so... Oh, ich krieg schon Gänsehaut, bei, wenn ich da dran drehe. Willst du auch mal drehen, Mo? Nee. Okay. Hiya, Mo, hiya. Boah. Ich glaube, das ist jetzt nur noch ein 3-Pin-Port, nachdem ich den da rausgezogen habe. Das sieht aber schon cool aus eigentlich, oder? So vom Design her hat das ein bisschen was von Porsche. Sag Mashallah. Mashallah. Ich weiß nicht mal, ob das hier stimmt, was ich hier... Ach du heilige Scheiße. Verlier nicht die Nerven. Jetzt haben wir die Schraube verloren. So. Wir haben jetzt hier vorne die drei Lüfter angebracht an dem Radiator direkt, damit wir hier hinten die Schraubdinger noch frei haben und da dann das Gerät hier anbringen können. Irgendwie so. Genau, dann hätte ich gesagt, versuchen wir jetzt direkt das hier dran zu bekommen. Gut. Wie ihr sehen könnt, die Nerven liegen blank. Das tut uns nicht gut hier, der AliExpress. Und der Fluxkompensator. Hammermäßig. Wo würdest du das? Auf die Grafik, genau. Das wird schon, also irgendwie wird es schon funktionieren, denke ich. Ich würde sagen, erfrischen wir uns einmal. Ja. Atmen wir einmal tief durch. Ja, und schmeißen das Ding in den Müll. Gut, bis nachher. Wir haben jetzt ein bisschen eine längere Pause gemacht und haben jetzt einfach mal noch mal eine Nacht drüber geschlafen, bevor wir hier mit dem Höllengerät weitermachen.
Und die Gemüter haben sich jetzt ein bisschen beruhigt, oder Mo? Ein bisschen nur. Bisschen. Jetzt können wir auf jeden Fall mit einem klaren Kopf nochmal da dran gehen an die ganze Sache. Genau, dann machen wir hier ein bisschen Platz. Dann würde ich hier diese ganzen Fittinge-Teile mal dran machen, wo nachher auch die Röhren verlaufen, dass wir das einen besseren Überblick haben. Nicht, dass wir irgendwie was vergessen. So, wie war denn das jetzt? Hier ist sogar ein Hahn. Das ist die Klappensteuerung. Ich bin gerade voll verwirrt. Ah, jetzt nicht mehr. Okay, jetzt bin ich wieder verwirrt. Boah, wie eklig. Das, guck dir das mal an. Also ganz ehrlich, Tobi, ich glaube, in diesem Beutel war vorher was anderes drin. Wie schmuddelig das aussieht. Ja. Was ist das? Das sieht aus wie so eine Brause vom Waschbecken. Hier hinten ist auch so ein Filtermäßig noch was drin. Jetzt wird's spannend, Mo. Wir haben ja noch unser RGB. Das würde ich jetzt hier unten einführen. Oder? Durch den Hintereingang. Ob das dicht bleibt? Boah, das RGB ist jetzt in den Helix eingefahren. Wunderschön. Ich glaube, das macht hier diese Komponenten von AliExpress, die sondern so ein Gas aus, was einen irgendwie so träge macht. Das ist das AliExpress'sche Trägheitsgas. Mhm. Ich werde jetzt hier diese Dinger alle hier drauf fummeln und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Fittinge sind jetzt alle hier dran an den Stellen. Wir haben die ersten Verluste zu kennzeichnen. Der Halter hier ist abgebrochen. Das müssen wir dann mit Uhu wieder dran kleben. In diesem ganzen Prozess sind wir auf eine geniale Idee gekommen. Und zwar präsentiere ich euch jetzt hier die Pumpe mit den notwendigen Anschlüssen. Die wird nachher hier eingebaut. Dann haben wir hier das Wasserrad, hier den Kontrollhebel, um zu kontrollieren. Da müssen wir aufpassen, dass nicht noch mehr abbricht. Ja, das bringt ja sonst nichts. Ich hol mal die Kabelbinder. Aber wie machen wir das? Das geht ja nicht. Damit klappt's. Machst du da gerade eine Schlaufe dran? Ja, warum? So. Wie findet ihr's? Jetzt kommt hier nämlich unser Meisterwerk von Süßcool. Hallo! Mo, es geht alles den Bach runter. Wir haben jetzt hier alles ganz easy eingebaut. Also sieht man, da kann ja nicht viel schief gehen bei der Konstruktion. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die Röhren zu biegen und dann an die entsprechenden Stellen reinzuzünden. Jetzt haben wir hier schon mal unseren Heißluftföhn, den kennt ja noch den Kollegen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel Grad wir hier machen müssen, aber ich hätte gesagt, einfach mal irgendwie mit 400 und das dann anheizen. Und dann werde ich das aber heute von Hand biegen. Also diese ganzen Vorrichtungen hier brauchen wir nicht, weil letztes Mal hat es so gut funktioniert. Jetzt biege ich das einfach mit der Hand. Okay, let's go. 350, meinst du, das ist zu wenig, Mo? Ja. Ja, 400 hört sich doch gut an, oder? Ja. Also, los geht's mit der Biegung. Hoppa, ey. Junge, Tobi, wie krass bist du denn drauf? Naja. Einfach das Gehäuse benutzen. Wir sind ja keine Anfänger mehr. Ich glaube, der Schlauch muss feucht sein, oder? Heute nicht. Meinst du, das geht noch oder ist das zu dünn schon an der Stelle? Ich würde sagen, das ist perfekt. Schon, oder? Ja. Wir haben jetzt hier unser erstes Rohr perfekt symmetrisch und alles eingebaut. Jetzt fehlen noch zwei, einmal von hier nach hier und von hier hier oben rein. Und das ist ja so einfach, also das geht jetzt echt ruckzuck. Ich mache das schnell und dann können wir das Ding schon befüllen und einfach laufen lassen. Und dann kann es losgehen, ne? Yippie. Also das Stück da, das zweite, ist schon richtig wild geworden, muss man sagen. Ich glaube, dann haben wir es, oder? Das sieht schon wild aus, Tobi. Das ist halt das Einzige hier, aber jetzt müssen wir nur noch die ganzen Kabel hier hinten an den RGB-Controller anschließen. Da müssen wir uns mal noch reinfuchsen, wie das ganze Ding funktioniert. Dann können wir es auch schon anfangen aufzufüllen. Also wir überbrücken dann wieder das Netzteil, so wie beim letzten Mal, und füllen das ganze Ding auf. Irgendwann später. Jetzt kann es losgehen mit dem Befüllen. Wir haben den Controller hinten angeschlossen und jetzt befüllen wir das ganze Ding mal und schauen, ob auch alles funktioniert. Los geht's. Oh, das dreht sich schon da unten. Jetzt kommt der große Moment, jetzt müssen wir das anmachen. Meinst du, das funktioniert, oder?
Ach du heilige Scheiße. Schnell aus. Schnell aus. Aber da ist noch ein bisschen was drin, also wir haben es schon rechtzeitig gemacht. Ich konnte den Moment gar nicht genießen, weil alles so schnell ging. Ladung Nummer 2. Ready? Da passt aber ordentlich was rein, gell? Ladung Nummer 3. Soll ich nochmal ausmachen lieber? Aber hier mit diesem Rad und so, das ist halt schon geil, oder? Aber das Ding leuchtet nicht. Das müsste eigentlich auch leuchten. Aber ich sehe jetzt hier nichts auslaufen bisher. Aber es ist extrem laut. Das hört sich an wie ein Aquarium. Ja. Oh, verliebt! Na gut, dann machen wir mal den CPU-RGB noch an, oder? So, jetzt aber. Wow. Nicht schlecht, oder? Wie sagen wir? Mashallah. Geil. Wenn man das zumacht, hört man es nicht mehr. Das brodelt aber schon ordentlich jetzt da drin, oder? als wäre das ein Wasserkocher. Jetzt fehlt nur noch diese Kirmesmusik. Mhm. Sollen wir hier mal den Hahn zudrehen? Aber man muss sagen, Tobi, wirklich diese Konstruktion hier unten. Das hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert, nee, oder? Auf keinen Fall, das ist einfach wild. Ein Rohr gespart und guck dir mal das an. Das sieht aus wie V8 mit Zylinder und so Sachen. Ja gut, Leute, denn ihr seht, was wir hier wieder gezaubert haben. Einfach ein Traum. Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Denkt, der Manu wird jetzt noch einen Blick da drauf werfen. Und ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, wie ihr mein neues Projekt findet. Danke, dass ich wieder was für euch bauen durfte. Und ich hoffe dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So Leute, dann schauen wir uns mal an, was der Tobi hier fabriziert hat, hätte ich gesagt. Du hast es ja schon schön abgedeckt hier mit der schwarzen Decke. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was hierbei rausgekommen ist und ich werde es jetzt mal wegziehen. Ach du Scheiße. Ja, ist sehr interessant geworden. Was mir als erstes auffällt, ist, hier ist Klebeband zum Einsatz gekommen. Das ist ja auch immer sehr wichtig beim PC-Bau. Ja, ich sehe schon. Und hier wurde auch ordentlich der Tornado drin entzündet. Hier habt ihr dann noch ein Sperrventil eingebaut. Kann man ja mal. Nee, machen wir lieber nicht zu. Bitte könnt ihr das ganze Ding platzen, wenn wir das zumachen. Das ist ja eigentlich dafür, dass man das Wasser oder die Kühlflüssigkeit hier ablassen kann aus dem System. Ja gut, und sonst, wie lief es mit der AliExpress Wasserkühlung? Hat es ganz gut geklappt oder wie würdest du das so einschätzen? Das Kit, kann man sich das bestellen? Also wer mutig ist, kann das gerne machen. Es war ein Auf und Ab beim Zusammenbau, aber am Ende hat es ja zum Glück dann doch irgendwie funktioniert. Okay, aber es sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Ich meine, ja, das Klebeband, das lassen wir jetzt mal außen vor, aber sonst. Ich meine, ja, die Biegungen. Die Biegungen, die sind auch ein sehr interessantes Konzept. Und habt ihr auch getestet, wie das Teil kühlt? Ich habe den Stresstest beim R23 mal durchlaufen lassen. Mhm. Und da war er dann bei maximal 88 Grad. 88? Mhm. Naja, ist jetzt keine Traumtemperatur, aber wenn ich mir den Radiator so anschaue, der wirkt auch sehr, sehr leicht, oder? Ja, der war sehr dünn und leicht. In dem Fall. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir noch testen können mit dem System oder was wir mit dem Teil noch machen können, dann sagt gerne Bescheid. Ansonsten hoffe ich einfach, dass Tobi und Mo euch unterhalten konnten mit dem Video. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, wir sehen euch im nächsten Video.